hatte jetzt gerade auch ein bisschen. Ich freue mich schon auf Mario Gomez. Die Schüler der Hohenbergschule in Albstadt erwarten ihn voller Spannung. Fußballnationalspieler Mario Gomez. Der Vater Spanier, die Mutter aus Deutschland. Der Fußballer kennt beide Kulturen. Und deshalb ist der Botschafter des Integrationswettbewerbs Alle Kids sind VIPs. Ich finde, egal welche Nationalität, welche Herkunft man hat, sollte man sollte Chancengleichheit herrschen auch. Und ich finde das wunderbar, wenn Kinder, Erwachsene aus verschiedenen Nationen, Kulturen zusammenarbeiten, Großes leisten. Ein Star, der die Probleme der Schüler versteht. In der Klasse 9a haben fast 80% von ihnen Migrationshintergrund. Der Besuch und eine persönliche Fragestunde mit dem Fußballspieler sind die Belohnung für ein Projekt zum Thema Integration. Die Schüler haben einen Film gedreht über ein indischstämmiges Mädchen, das Fußballspielerin werden will. Dafür gab es den Preis der Bertelsmann-Stiftung. Und die Schüler haben sich bei der Projektarbeit zum ersten Mal bewusst mit Integration auseinandergesetzt. Also es war ja so, die Schüler, die unterhalten sich in den Pausen ja nicht über ihre eigene Kultur oder so. Und mit diesem Projekt war es dann halt so, es gab keinen anderen Ausweg. Jeder hat irgendwas gesagt, jeder wusste über seine eigene Kultur und konnte auch dementsprechend seine Mitschülern auch präsentieren. Und das war halt auch für die Schüler auch sehr gewinnbringend. Ein unvergesslicher Tag für die Schüler mit ihrem Vorbild Mario Gomez. Er hat am eigenen Leib erfahren, wie Integration funktioniert, als Schüler und später als Fußballspieler. Bei mir persönlich natürlich sieht man das Woche für Woche auf dem Fußballplatz. Und ich glaube, da gibt es eine Parallele. Da können wir im Fußball auch eine Vorbildfunktion übernehmen oder hat der Fußball schon übernommen. Und darauf bin ich persönlich stolz. Und ich hoffe, dass das in den nächsten Jahren auch immer einfacher gemacht wird für die Kinder mit Migrationshintergrund. Sie wollten ihn eigentlich nicht gehen lassen, die 232 Schüler der Hohenbergschule in Albstadt. Viele hier haben heute erfahren, dass sich der Einsatz für eine bessere Integration lohnt. Wir wussten ja gar nicht, dass er kommt. Und deswegen haben wir uns umso mehr gefreut und umso mehr war es eine Überraschung. Aber das war ja noch nicht alles. Die Fanatics-Hip-Hop-Tänzer aus Berlin waren mitgekommen, als Sahnehäubchen sozusagen. Ganz exklusiv für die Klasse 9a gaben sie einen Workshop. Eine Stunde später dann der Auftritt in der Sporthalle mit den Fanatics. Es war voll schön, so zu tanzen. Ja, war echt schön, cool, hat echt Spaß gemacht. Es hat mir sehr gut gefallen und also ich werde diesen Tag auch nie vergessen. War einfach großartig.